Ich bin mit ihnen groß geworden. Spiele sie seit 1981, gehöre also zur ersten Generation von Gamern. Es war damals ein teures Hobby. Für diesen Amiga 500 musste ich die ganzen Sommerferien arbeiten, gehörte dann aber zu einer kleinen, ziemlich verschworenen Gemeinschaft. Heute ist Computerspielen ein Massenphänomen. Kaum aus der Schule spielt mein Sohn Fortnite gegen seine Kumpels. In dem Lieblingsspiel der unter 18-Jährigen geht es darum, auf einer Insel mit 100 anderen Online-Spielern als Letzter zu überleben. Durch den Comic-Stil ist es nicht so brutal und es wird nicht nur gekämpft, sondern auch gebaut. Fortnite kann sich jeder kostenlos herunterladen. Trotzdem verdient die Softwarefirma Epic Games jeden Monat mehrere Millionen Dollar. Und zwar durch den integrierten Einkaufsshop. Der Gamer kann Accessoires kaufen, die im Spiel keine andere Funktion haben, als einfach nur gut auszusehen. Aber genau darauf kommt es natürlich an. Wie im richtigen Leben sind Look und Style wichtig. Fortnite spielen weltweit über 200 Millionen Menschen. Tendenz steigend. Damit ist es das Computerspiel mit den meisten Online-Gamern überhaupt. Was macht ein Online-Spiel wie Fortnite heute so erfolgreich? Ich fahre nach Hamburg zu Menschen, die sich mit Computerspielen auskennen, den Rocket Beans. Moin, 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 moin. Hallo. Denn sie machen seit Jahren sehr erfolgreich Sendungen über Computerspiele. Unterm Strich ist halt alles wie damals. Und dann habe ich so auf den eingedroschen. Ist das euer Ernst? Ein Riesenspaß für Groß und Klein. Das ist genau das, woran ihr denkt. Gut, gut, gut. Woody, einer der Mitbegründer, führt mich durch die Räume. Hier macht man an 7 Tagen die Woche 24 Stunden lang Sendungen rund um Games. Über dieses geile iPad hier steuern wir die Lichtmechanik für verschiedene Studios. Wir sind ein paar Mal hingefahren. Ja. Heutzutage ist ein großer Erfolgsfaktor für ein Spiel, sagt Buddy, wenn es dir nicht so viel vorgibt, sondern offen ist. Für Entdeckung. Open World heißt das. Wie bei GTA 5. GTA 5 ist das erfolgreichste Medienprodukt aller Zeiten. Das Spiel hat von mir aus ein Narrativ oder eine Kampagne, ähnlich wie ein Film. Abgeschlossen in Zeitraum XY kannst du halt eine Geschichte durchspielen. Der Rest aber ist für den Spieler frei begehbar. Man erzählt seine eigene Geschichte daraus. Das ist es, was der heutige Gamer liebt, eine offene Spielwelt selbst zu gestalten. Er verbringt damit seine gesamte Freizeit und damit wächst auch sein Anspruch an das Spiel. Bedienen die Spielehersteller diese Anforderungen nicht, bekommen sie es direkt zu spüren. Ey, das ist... Die Gaming-Szene ist sehr stark damit, vielleicht auch zu schnell zu reagieren und zu sagen, dieses Spiel, was 6 Jahre in der Entwicklung war, ist nicht so geil, wie uns das versprochen wurde, ist nicht so geil, wie das, was das Entwicklerstudio vorher geleistet hat, vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, ihr habt eure Werte verloren, ihr wollt jetzt nur noch Geld verdienen. Das geht sehr schnell. Der Anspruch der Gamer, was sonst, treibt die Spielehersteller an. Zu höher, schneller, weiter. Aber genau deshalb sind solche Online-Spiele für Kritiker, wie besorgte Eltern, reines Teufelszeug. Und ganz ehrlich, wenn man dieses Thema dann aufmacht, hier, das Ding ist nicht alt. Und mir ist es in meinem persönlichen Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld so oft aufgefallen, dass ich Hardcore-Gegner gegen das Gaming hatte, sie aber Gaming immer noch als Festkonsole im Zimmer ihres Kindes sehen, aber selber hier über Facebook schön Highscores, wupp, wupp, wupp. Nee, das funktioniert nicht. Und der Dialog ist das Einzige, was man machen kann, aus meiner Sicht, um dort tatsächlich ein kulturell sinniges Gespräch drüber zu führen. Ich suche diesen Dialog mit den Machern der Computerspiele. Aber kein deutscher Spieleentwickler will vor die Kamera. In der Öffentlichkeit hagelt es zurzeit ja nur Kritik. Ich fahre zum Verband der deutschen Gamesbranche. Aber was soll der Geschäftsführer schon sagen gegen exzessives Spielverhalten? Wir finden auch wichtig, dass keine exzessive Nutzung von Spielen stattfindet, dass also das im guten Ausgleich ist zu dem, was man sonst so im Leben macht. Und
da finden wir die Diskussion sehr wichtig, die auch jetzt durch die WHO und die Frage, soll es in die Liste, in die Klassifizierungsliste aufgenommen werden, die Computerspieleabhängigkeit, weil das ist eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts, den Umgang, die Chancen, aber auch die Risiken von einer digitalisierten Welt damit umzugehen. Denn für diese Generation gehören Computerspiele wie selbstverständlich zu ihrer Lebenswelt. Und wir müssen möglichst schnell die Diskussion in der Gesellschaft anstoßen. Genug Internet für heute? Oh nein! Denn hier bei Quarks könnt ihr ja beim Prokrastinieren etwas lernen. Also streng genommen prokrastiniert ihr gar nicht. Ihr könnt also guten Gewissens abonnieren oder euch hier weiter umsehen. Viel Spaß dabei!